Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es soweit für unseren zweiten Check-in des Monats. Wir werden nur zwei Check-ins haben, weil wir den ersten am 10. April hatten und der Monk den zweiten am 20. machen wollte. Heute allerdings der 21. ist. Und ja, das ist so ein bisschen schief gegangen. Ich war die letzten Tage ein bisschen inaktiv auf Social Media, sei es Instagram oder natürlich auch YouTube, wie ihr gemerkt habt. Denn wir waren im Urlaub. Wir haben uns tatsächlich ganz spontan entschieden, unserer alten Studien- und totalen Herzensstadt Regensburg einen Besuch abzustatten, gemeinsam mit den Kindern und gemeinsam mit den Hunden. Wir sind dorthin gefahren, hauptsächlich deswegen, weil wir an den Hundestrand wollten. Das ist so ein wunderschöner Strandabschnitt am Regen, also an einem Fluss in der Nähe von Regensburg, so 10 Autominuten entfernt. Und der ist halt tatsächlich für Hunde reserviert. Da kann man nur zu Fuß hingehen, da läuft man dann so 20 Minuten ungefähr über Felder am Fluss entlang und landet dann eben an diesem kleinen Strandabschnitt und da treffen sich inoffiziell, offiziell, das wird so über Hörensagen, Mund-zu-Mund-Propaganda wird es weiter vermittelt, treffen sich die Hundebesitzer. Und da ist es natürlich immer ein absoluter Traum gewesen, mit Amy hinzugehen. Total entspannte Leute, locker 30, 40 Hunde unterschiedlichster Rassen, vom Chihuahua bis zum Bernardiner, alle zusammen happy am Strand, glücklich, kein Gebelle, alle nur am Rumrennen, Toben spielen, Ball fangen, planschen, buddeln. Amy war immer die Buddlerin. Ja, und wir wollten ehrlich gesagt das unbedingt der Amy nochmal zeigen. Da waren wir, wie gesagt, früher, als sie noch klein war, sehr, sehr oft. Und ja, wir wollten einfach nochmal mit ihr hierher fahren, weil wir ja nicht wissen, wie lange wir sie noch haben. Sie ist 14 Jahre alt, sie baut jetzt merklich ab, vor allem mental, körperlich gar nicht so sehr. Aber ich habe einfach das Gespür, dass wir sie nicht mehr sehr lange Zeit haben werden. Und da war es uns ein Bedürfnis, dorthin zu fahren. Und es war richtig, richtig schön. Wir waren 4 Tage lang in der Gegend um Regensburg und haben in einem, also sagt man das so, in einem, auf einem Pferdegestüt übernachtet, was natürlich super aufregend war, auch ein bisschen stressig, weil die Molly noch nie in ihrem Leben Pferde gesehen hatte, als auch Graugänse, was gab es da noch, Ziegen, Katzen natürlich, Ponys, ein Schwein, allerlei Getier und ich sie da so ganz langsam mit Geduld ranführen musste, damit aus einem anfänglichen Bellen aus Angst irgendwann ein Schwanz wedeln würde, wenn sie die Pferde gehört oder gesehen hat. Und ja, wir hatten einfach eine super schöne Zeit mit den Kids und natürlich auch die ein oder andere Ausgabe, die dadurch entstanden ist. Und die schauen wir uns auch heute an. Hauptsächlich möchte ich aber den Check-in machen für meine ganzen Variablen-Kategorien. Das sind die hier. Da habe ich den Check-in vom letzten Monat nochmal da. Da seht ihr, wie viel jeweils übrig war. Und all das, was in der Übrig-Spalte ist, habe ich hier schon übertragen. Das ist der Stand vom 10. April. Dann kommt in die zweite Spalte, was jetzt noch übrig ist. Und dann kommt nochmal eine Angabe pro Woche. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber es ist vielleicht ganz interessant, den Unterschied von hier zu da zu sehen. Wir haben jetzt noch 9 Tage im Budget. Ich würde dann einfach durch 1,5 rechnen und dann kommen wir hier ungefähr auf einen pro Woche Wert. So, dann gibt es nochmal Neuigkeiten. Und zwar konnte ich nicht widerstehen und habe, Achtung, das hier gemacht. Wir hatten ja neulich das Gespräch, also ich habe euch ja erzählt, dass ich das damals so, so, so toll fand. Und ja, ich habe dann einfach das spontan wieder gemacht und bin wieder hoch erfreut darüber, dass ich das raus und rein tun kann, wie ich möchte. Sorry übrigens für die bisschen blöden Lichtverhältnisse. Ich habe jetzt Abendlicht von hinten, was sehr hübsch ist, aber beim Filmen wahrscheinlich nicht ganz so von Vorteil. Aber es hat einfach tagsüber heute nicht geklappt. Mit dem Filmen. Ich habe ganz viele Sticker nachgedruckt und meine Vorbereitungen für die Happy Mail angefangen. Und ja, dann war die Sonne schon tief gestanden, aber das Video war halt noch nicht gemacht. So, wir steigen ein, beziehungsweise seht ihr schon, dass bei Lebensmitteln sich was getan hat, und zwar ordentlich was. Wir haben einen Aldi-Einkauf, Bioladen, Edeka und dann nochmal Bargeld, was wir immer für Metzgerei, Bäckerei und so weiter verwenden. Und es sind nur noch 166 Euro übrig in der Kategorie. Allerdings ist unser Kühlschrank so gerammelt voll, dass wir ganz viele Sachen in unseren zweiten Kühlschrank unten im Keller räumen mussten. Ich habe also wirklich sehr, sehr, sehr viel im Haus gerade, was ich verarbeiten kann innerhalb der nächsten Tage. Und deswegen ein ganz gutes Gefühl, dass das hinhauen könnte.
Ich muss mir die Tage mal einen Plan machen, so ein bisschen Meal Planning betreiben und auch gucken, in welcher Reihenfolge die Sachen verbraucht werden müssten, damit auf keinen Fall was kaputt geht. Patrick hat da sehr ambitioniert eingekauft, bevor wir in Urlaub gefahren sind. Und ja, aber ich glaube, das wird klappen. Also wir haben jetzt praktisch übrig diese 166 und wenn ich die durch 1,5 teile, käme ich hier auf 110 € pro Woche. Das ist natürlich etwas weniger als die 135, die wir vorher hatten, aber ein Wert, der absolut machbar ist, finde ich. Gut, dann geht es weiter zur nächsten Kategorie. Die ist Restaurant. Da hat sich auch was getan, wobei ich auch sagen kann, dass ich, glaube ich, zwei Restaurantrechnungen bei Urlaub abgerechnet habe. Das ist ja immer eine persönliche Entscheidung, in welches Budget man es reinsteckt. Und ja, ich habe das einfach gemacht, weil wir halt auch öfters essen gegangen sind. Wir hatten einmal McDonald's, einmal für Patrick einen Döner-Teller, das war mal am Abend. Und einen Ausflug, also essen gehen beim Italiener für 52. Da habe ich jetzt den Endstand noch gar nicht eingetragen gehabt. Das kann ich mit euch schnell machen. Denn da sind wir bereits im Minus mit 10 €. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen es einfach hin, dass wir diesen Monat die restlichen 9 Tage eben nichts mehr auswärts essen. Beziehungsweise haben wir noch ein bisschen Budget in der Kategorie übrig, die man dafür verwenden könnte. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Gut, also. Was haben wir hier übrig? Wir haben nichts übrig und damit natürlich auch nichts pro Woche. So, die nächste Kategorie ist Drogerie. Da hat Patrick Shampoo und Creme gekauft, das war vor dem Urlaub noch. Und Rasierzeug, da haben wir noch 12 € übrig. Und das sind 8 €. Das dürfte hinhauen. Also da würde ich mich schon sehr täuschen. Blödsinn, wundern würde ich mich, wenn das nicht hinhaut. Gut, weiter geht's mit Freizeit. Das ist die Kategorie, die ich gemeint habe, wo wir vielleicht noch mal was machen könnten in Sachen Auswärtsessen. Ich denke da zum Beispiel an Eisdiele oder Kaffee. Da hatten wir den Schwimmbadbesuch. Ich weiß gar nicht von dem, ob ich da euch erzählt habe. Nein, habe ich nicht, weil hier hatte ich noch 80 übrig. Also es gab einen Schwimmbadbesuch, es gab einen Eisdielenbesuch, war super schön. Freue ich mich echt jedes Jahr, wenn wir das erste Mal zur Eisdiele gehen. Ich gebe da immer auch super viel Trinkgeld extra, weil ich mich so freue. Ich glaube, 3 € waren das, aber unser Kellner war auch ein ganz goldiger. Und hübscher nebenbei. Patrick hat sich einen Film gekauft und dann gab es nochmal eine Eisdiele im Urlaub. 23 € sind hier noch übrig. 15. Das dürfte auch hinhauen, denke ich. Hoffe ich. Dann geht es weiter mit dem Tierbedarf. Da habe ich bloß nochmal Nassfutter gekauft, was wir mitgenommen haben in den Urlaub, weil das einfacher ist, als mit Fleisch da irgendwie zu hantieren. Da sind jetzt noch 7 € übrig, sind 4 € und ein paar zerquetschte. Das wird auch passen, denke ich. Wir haben noch sehr viel Trockenfutter, wir haben auch noch Fleisch und so weiter. Und diese Zusätze haben wir auch allesamt. Ja, habe ich eigentlich auch ein gutes Gefühl. So, bei den Fahrtkosten. Ah, das ist ein bisschen blöd. Da habe ich nämlich die Zahl noch nicht auf dem Konto gehabt. Da schaue ich im Anschluss nach und würde dann den Teil nochmal hier reinpacken als Videoschnipsel, damit ich euch dann da auf den neuesten Stand bringen kann. So, und hier bin ich nochmal wie angekündigt mit meinem kleinen Nachtrag, was die Fahrtkosten angeht. 85 € war die Tankstellenrechnung, die wir hatten, und ich bin überzeugt, dass es ganz, ganz, ganz bald gleich die nächste gibt, weil wir ja auch ein gutes Stück gefahren sind. Aber ja, 85 waren es am 16. April. Das heißt, aus den 236 werden 151, die wir noch in unserem Tankbudget drin haben. Und ich bin sehr froh, dass wir es angehoben haben. Das kann ich euch sagen. Dann machen wir weiter mit Haus und Haushalt. Molly hat leider meine Ohrhörer in die, nicht Finger, in die Tatzen, in die Krallen gekriegt und hat da was kaputt ge
knabbert halt einfach, ne? Also ein Ohrhörer abgeknabbert und der ist nicht mehr zu reparieren. Und da ich nachts im Bett dann schon gerne noch YouTube-Videos gucke und das halt eben mit Ohrhörern mache, brauchte ich auch einfach wieder neue und habe mir dann für 19 € welche gekauft. Das war notwendig und dann habe ich noch Sprühfarbe gekauft für ein kleines Umdekorierprojekt, was ich vorhabe. Davon zeige ich euch dann auch sehr, sehr gerne in einem Vlog wieder mehr. Und da sind nur noch 4 € übrig in der Kategorie. Damit lässt sich natürlich nicht so viel anfangen. Ich hoffe, dass da auch nichts mehr ansteht in dem Monat. Wir werden es sehen. Und jetzt habe ich es falsch eingetragen. Hier muss es hin. 4 und 2. Und das hier wieder weg. Weil ich jetzt ein paar Mal die Frage bekommen habe, was das für ein toller Stift ist, den ich da habe. Das ist auch von Friction, wie ihr hier sehen könnt. Das ist einfach so die Edelvariante von diesen Friction Pens. Und da habe ich auch einen Link unten in meiner Infobox drinnen, wo ihr da direkt drauf kommt. Die gibt es auch noch in 2 anderen Farben. Ich finde ihn halt einfach wahnsinnig schön. Und ja, man hat halt einfach irgendwie was Hübscheres in der Hand als diese typischen, die es halt von Friction gibt. Die sehen halt so ein bisschen, ja, weniger hübsch aus, weniger wertig. So, dann geht es weiter zu Kleidung. Da haben wir leider eine Ausgabe, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar hat Patrick in der Reinigung noch einen Anzug reinigen lassen und ein paar Hemden, weil er nächste Woche geschäftlich unterwegs ist und da eben auch seinen Anzug braucht und der tipptopp sein muss. Auch halt dann eingeschweißt und so, ne, damit er ihn im Flugzeug transportieren kann und alles schön bleibt. Und das hat halt 42 € ausgemacht und das läuft bei uns immer über das Kleidungsbudget. Ich hätte es jetzt auch in ungeplant reinsetzen können, aber es ist eigentlich egal, ne, weil sich eh beides ja miteinander ausgleicht. Aber leider, leider sind wir da jetzt auf minus 12 gelandet. Aber toi, 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 wenigstens wurden keine Schuhe mehr irgendwie verloren. Das ist doch schon mal was, das ist schon mal ein Fortschritt. Also, wir haben nichts übrig. Ah, Monk, was machst du? So, nichts übrig und auch nichts mehr pro Woche. Dann Kategorie Gesundheit sind wir leider auch im Minus. Wir brauchten noch mal einen zweiten Schwung von diesem Läusemittel, weil man das ja nach 10 Tagen wiederholen muss. Ich kann allerdings stolz und glücklich verkünden, dass wir komplett läusefrei sind. Toi, 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 dass es so bleibt. Brauche ich echt nicht noch mal. Das ist echt so widerlich. Vor allem, wenn man Naturlocken hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Eure Naturlocken, die sich kringeln, diese krausen Naturlocken mit diesem Läusekamm, diesem ganz, ganz feinen Läusekamm durchkämmen zu müssen. Einfach nur grässlich, einfach nur schrecklich, aber wir haben es hinter uns. Dann hat Patrick noch Medikamente bestellt und das ist halt einfach eine Gelegenheit, wo er mehr bestellt, als wir jetzt akut brauchen. Logischerweise, weil wir ja natürlich auch Lieferkosten zahlen. Ja, und das ist dann einfach ein bisschen blöd, dass wir da auf minus 21 sind, aber absolut verschmerzbar, weil wir jetzt auch wieder gut ausgestattet sind. Also haben wir leider auch hier nur 2 Striche, die ich reinmachen darf. Dafür ist in der Kategorie Schule gar nichts passiert. Ist ja auch kein Wunder, denn es sind Ferien. Da haben wir noch weiterhin unsere 10 € übrig. 6,66, also 7 € ungefähr. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass nach den Ferien nicht gleich wieder irgendwas ansteht. Gut, dann gibt es noch ein paar Sinking Funds, wo natürlich ordentlich was passiert ist. Mila hat ihren Geburtstag ja gefeiert, wie ihr wisst, und die ganzen schönen Sachen hier hat sie bekommen. Zeige ich euch auch sehr gerne, wenn es euch interessiert. Mehr dazu im Detail. Also müsst ihr mich vielleicht wissen lassen, ob das was ist oder ob das nur langweilig für euch wäre. Und dann gab es natürlich Ostergeschenke. 36 € sind hier noch übrig bei Feiern. Das heißt, da möchte ich natürlich wieder ordentlich was reinstecken. Dann kommt die interessante Kategorie für euch sicherlich auch. Oh, nee, vorher gibt es noch mal einen Knaller. Und zwar war bei unserem Auto TÜV fällig und um diesen TÜV zu kriegen, mussten wir noch mal eine Reparatur machen lassen, tatsächlich. Ja, ne? So viel dazu. 1.322 € raus aus unserem Autospartopf und der war ja eh jetzt nicht so grandios gut gefüllt. Aber hey, ich will nicht meckern und ich will auch gar nicht irgendwie so tun, als ob wir, keine Ahnung,
super gut aufgestellt wären, wo wir es noch nicht sind. Ne? Das alles ist ein Prozess und wir sind so viel besser finanziell aufgestellt, als wir es jemals waren, kann ich mittlerweile mit Stolz sagen. Und diese Geschichten hier mit Autospartopf, Emergency Fund und so weiter und so weiter, das wird alles die Zeit bringen. Da bin ich ganz überzeugt davon. 1322. Jetzt muss ich nur mal kurz nachgucken, wie viel da letzten Endes eigentlich drin war. Wir hatten insgesamt nur, also wir hatten das hier drin und das hier haben wir reingepackt. Ich mache mal schnell die Rechnung. 1353 plus 61 waren 1414 und schwuppdiwupp ist so ein Sparfonds dann auch gleich wieder weg, also fast weg. Minus 1322 sind 92. Jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, dass das hier dasteht. Ich mache es mal noch schnell. Das ist natürlich ein Schreck erstmal, aber das Gute ist, wir haben den TÜV und das Gute ist auch, das Auto steht jetzt tipptopp da und laut dem Kfz-Mechatroniker oder was auch immer unseres Vertrauens wird dieses Auto auch eine ganze Weile noch gut durchhalten. Ja, jetzt muss ich einfach nur hoffen, dass das auch stimmt und dass das Auto tatsächlich auch eine Weile durchhält und in den nächsten Monaten halt kräftig hier was einzahlen. Aber wie ihr wisst, haben wir natürlich auch noch andere Budgets, wo eingezahlt werden möchte. Jetzt kommt aber das Eigentliche, was ich vorhin angeteasert hatte, und zwar das Urlaubsbudget, was natürlich interessant ist. Das Budget, was wir hatten, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das muss ich tatsächlich noch nachgucken. Aber die Ferienwohnung hat 333 Euro gekostet, lustigerweise. Dann hatten wir einen Ausflugstag. Da haben wir so ein total cooles Bauwerk, so eine Kugel aus Holz und Stahl besucht. Ich blende euch da jetzt auch wieder so Videoschnipsel ein, wie vorher auch schon mal. Da konnte man halt rauflaufen, was echt lang gedauert hat und auch echt anstrengend war, aber gleichzeitig natürlich die wundervolle Aussicht genießen über diesen See. Und das Coole ist, von oben konnte man tatsächlich dann mit einer Rutsche runterrutschen und die war nicht zu knapp, die war richtig krass schnell. Die hatte eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h und das ist rutschend wirklich richtig heftig. Und ja, das war natürlich mega, aber es war auch wirklich teuer. Wir haben halt auch nochmal Kaffee getrunken und Getränke für die Kinder und der Eintritt für die Rutsche war wirklich heftig teuer für uns als Familie. Was mussten wir noch zahlen? Für so einen Kletterpark mussten wir noch Eintritt zahlen und kamen dann ruckzuck auf 52 Euro. Und dann gab es nochmal Pizza am Hundestrand, was auch ein absolutes Highlight war. Und da müsst ihr euch vorstellen, dass locker 10, 12 Hunde um uns herum saßen und uns beim Pizzaessen zugeschaut haben und gehofft haben, dass für sie eventuell was abfallen könnte. Ja, aber da ist natürlich auch einiges an Geld geflossen. Jetzt muss ich auch hier nochmal nachgucken, wie viel wir da eigentlich drin hatten in diesem Urlaubsbudget. 515 waren es. Und da ziehen wir jetzt gleich mal die jeweiligen Werte ab. Wir haben also 515 minus 333 sind noch 182 minus 52 sind 130. Und minus 48 sind 82. Und das ist das, was jetzt noch im Urlaubsbudget drinnen ist, der aktuelle Stand. Dann gibt es ungeplant, da ist zum Glück nichts passiert, aber das ist ja Auslegungssache. Man hätte jetzt sagen können, die Sache mit der Wäscherei war ungeplant, aber wie gesagt, gehüpft wie gesprungen, das gibt sich nicht viel. Und ich bin natürlich wiederum mega froh, dass ich diesen ungeplanten Puffer an der Hand habe und weiß jetzt schon, dass der uns mal wieder so ein bisschen im Popo rettet. Aber eigentlich ist es ja nicht Popo retten, sondern wir haben ihn genau dafür und der tut einfach seinen Job. Ja, das ist er, unser zweiter Check-in im Monat. Das nächste Mal, wenn ihr dieses Budget sehen werdet, ist, wenn wir es abschließen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon sehr drauf. Vorher möchte ich allerdings noch die ein oder anderen Videos für euch machen. Ich habe viel geplant. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder filmen kann. Ab nächster Woche sind die Kids auch wieder in der Schule. Das macht es noch mal einfacher. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao!